Schneeschleudern auf 3100 Metern. Kampf gegen die Naturgewalten auf der Bahnstrecke zum Gornergrat. Viele wissen gar nicht, was da dahinter steckt von den Gästen und so. Die wissen das gar nicht. Was der Schweizer Schleudertrupp jede Nacht für den sicheren Betrieb der Gornergratbahn leistet, ist einzigartig. Gut, langsam bitte! Höchste Gefahrenstufe herrscht auf der eingeschneiten Strecke zum Schafberg im Salzkammergut. Wenn ich jetzt entgleist, dann muss ich das, ist meine Verantwortung. Und wenn es dann um Menschenleben geht, fragt ihr die Richter, fragt ihr nicht. Warum? Gigantische Schneemengen machen den Männern am Gornergrat das Leben schwer. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Gekämpft wird mit allen Mitteln. Du kannst nicht sagen, es passiert nichts. Es ist immer ein Risiko da. Der Gornergrat. Sein Gipfel auf 3135 Metern lockt jedes Jahr Hunderttausende Touristen in die Schweiz. Er ist berühmt für seinen einzigartigen Blick auf das imposante Matterhorn. Zermatt im Wallis. Am Fuße von Gornergrat und Matterhorn. Seit Tagen wütet auf den umliegenden Gipfeln ein eisiger Orkan. Doch hier unten spürt kaum einer etwas davon. Der Ort füllt sich mit Tausenden von Skitouristen. Die Minusgrade treiben sie in die Lokale. Dass ihr Skivergnügen gefährdet ist, ahnt niemand. Doch während die Gäste sorglos feiern, rüstet sich ein Schneeschleuderkommando für den nächtlichen Einsatz. Ihre Arbeit beginnt, wenn sich die Stille über Zermatt ausbreitet. 4 Uhr. Die Männer bereiten sich auf ihre Arbeit vor. Sie können nur erahnen, was sie in den nächsten Stunden auf dem zweithöchsten Gletscher der Alpen erwartet. Ja, also heute wird es ziemlich wüst. Weil in der Nacht hat es so 150 Wind gehabt, oben auf dem Grat. Das heißt große Schneeverwehungen, große Lawinengefahr. Die Gornergratbahn ist Europas höchste im Freien angelegte Zahnradbahn. Ein Ausfalltag kostet den Betrieb etwa 45.000 Euro. Jede Nacht steht diese Summe erneut auf dem Spiel. Die Regeln gibt das Wetter vor. Letzte Kontrolle der Daten von der Gipfelstation. Edgar Sommermatter muss wissen, was auf ihn und sein Team zukommt. Da war der Wind auf 150. Alles eigentlich halbe Nacht gestürmt. Ist schwierig abzuschätzen. Und das kommt nicht oft vor. Vielleicht so 2-3 Mal im Winter. Das ist ein Element, das wir nicht kontrollieren können und wir müssen uns nach dem richten. In den beiden Nächten zuvor musste der Schleudertrupp beim Versuch, die Strecke zu räumen, erfolglos aufgeben. Seit 2 Tagen sind Personal und Gäste des einzigen Gipfelhotels von der Außenwelt abgeschnitten. Und auch das Skivergnügen der Touristen im Tal steht auf dem Spiel. Es ist 16:30. Schon in 3 Stunden soll die erste Bahn planmäßig Richtung Gipfel starten. Das bedeutet Zeitdruck. Edgar Sommermatter bereitet das 16 Tonnen schwere Spezialgerät vor. Jetzt sind wir schon den 8. Tag. So wie es ausschaut, geht das noch einen Moment weiter. Du kannst den Schnee nicht beurteilen. Du kannst ihn vielleicht in eine Gefahrenstufe legen, aber du kannst nicht sagen, es passiert nichts. Es ist immer ein Risiko da und darum haben wir auch verschiedene Stellen, die wir dann... Weißt du mich, Edgar? Moment. Ja, gerade Moment. Wir bewegen uns da oben zwischen 2 und 3100 Meter. Und dort sind die Windverhältnisse alles so anders als hier unten im Tal, dass du jeden Tag deine Arbeit verrichten musst, damit die Bahn hochgeht. Die Männer docken die Schleuder am Triebfahrzeug an. Mit 35 Tonnen Gewicht stößt die Lokomotive die Schneeschleuder den Berg hoch. Mehr als 50 Tonnen sind jetzt im Einsatz, um die gewaltigen Schneemassen auf dem Grat zu bezwingen. Wir müssen einfach von Station zu Station gehen und schauen, wie viel von der Strecke wir freikriegen. Vor ihnen liegen 13 Kilometer Schienen, 1500 Höhenmeter und 4 wichtige Zwischenstationen bis zur Bergstation. Jedes Teilstück birgt eigene Risiken. Das Skigebiet beginnt in Riffelberg, etwa ab der Hälfte der Strecke. Kommen Sie bis dahin durch, kann wenigstens der Skibetrieb beginnen.
Fünf Männer sind jede Nacht mit der Schneeschleuder im Einsatz. Im vorderen Trichter hacken und zerkleinern fünf propellerähnliche Vorbrecher den Schnee. Der wird mittels Turbinen durch zwei Kamine an den Seiten rausgejagt. Doch trotz der enormen Stahlmasse beim Team ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dann musst du versuchen zu spüren, was mag die Maschine wegräumen. Und dann kommt es manchmal zu einem Stau. Das hast du vorne alles verstopft. Dazu kommt extrem schlechte Sicht. Der meterhohe Neuschnee der letzten Stunden stäubt viel zu sehr. Für das Schneeschleuderteam beginnt eine Fahrt ins Ungewisse. Kilometer östlich vom Gorner Grat, der Schafberg. Das wohl markanteste Profil der Salzkammergutberge mit einer Gipfelhöhe von 1782 Metern. Der Schafberg mit seinem einmaligen Blick auf den Wolfgangsee. Die besondere Attraktion, Österreichs steilste Zahnradstrecke, führt bis kurz unter den Gipfel. Doch diese Saison steht das Freizeitvergnügen vor dem vorzeitigen Aus. In den letzten Wochen hat es stark geschneit. Der Schafbergbahn droht eine sehr frühe und lange Winterpause. Damit will sich der Betrieb nicht abfinden. Für die Männer von der Schafbergbahn gilt es jetzt, den härtesten Job im Dienst anzutreten. Ja, Streckenrahmen heißt, dass wir jetzt auf uns in der Lok einen Schneepflug um haben und einfach mit dem Schneepflug mal schauen, dass wir so weit wie möglich aufkommen. Es kann sein, dass wir gerade bis zur Hälfte von Strecken haben, es kann sein, dass man bis ganz aufkommt, das ist je nach Schneelage. Ja, da wird der warm. Zum Schneeräumen. Es ist zwar anstrengend, der Job. Da gibt's nichts, aber warm wird da dabei. Weil der Berg ist hart und der gibt nicht noch. Gashäftel und seine Kollegen holen den Schienenpflug aus der Garage. Mit 18 Tonnen Stahl wollen sie sich den Weg auf der steilsten Zahnradstrecke Österreichs bis zur Bergstation freikämpfen. Ich hab den coolen Job, ja. Einer hat den coolen Job und trägt die Verantwortung. Und der andere müsste schwitzen. Aber wenn es dann zum Schaufeln wird, hilf ich einer schon. Die Minusgrade sorgen dafür, dass der Pflug nicht weit kommt. Noch im Tal ordnet Gashäftler den ersten Stopp an. Ja, das ist so, wie man da sieht, Weichenherz, da haben wir Eis drin, das müssen wir rausputzen und die Seite müssen wir fahren, weil wenn das da zu ist, dann läuft dann der Spurkranz auf und dann wird das Radl nämlich schönen. Und da muss man irgendwie schauen, im Winter ist das ganz, ganz gefährlich. Und dann ist es besser, einmal öfter stehen bleiben und schauen, als wir einmal mit zwei stehen bleiben und den Gleisen. 300 Kilometer östlich vom Schafberg, an den Ausläufern des Alpenvorlandes, liegt, nur wenige Kilometer von Wien entfernt, der Ort Strasshof. Hier gibt es sie noch, Stahlkolosse aus Österreichs früher Geschichte der Dampflokomotiven. Wenn sie sich in Bewegung setzen, bebt die Erde und der Himmel ist voller Rauch. Im ehemaligen Heizhaus der ÖBB erhalten rund 500 Vereinsmitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter die Veteranen der österreichischen Eisenbahngeschichte am Leben. Mit viel Herzblut arbeitet Andreas Kiesling an dieser alten Dampflok. In wenigen Tagen soll sie ihre historische Fahrt über den Semmering antreten. Bis dahin muss jedes einzelne Bauteil der Lok einwandfrei funktionieren. Das sind diese sogenannten Entlastungsbohrungen, die vermeiden sollen, dass das Ventil schlagt, dass er ständig auf und zu macht. Und das tue ich jetzt ein bisschen öffnen, damit die Ventile nicht so stark schlagen. Ich speise mir jetzt einmal runter auf unter 15. Wenn diese Ventile nicht aufmachen, könnte es zu einer Kesselexplosion kommen. Solche Unfälle sind nicht nur dramatisch, sondern man kann sagen, eigentlich zu 100% immer Tote dabei. Ne? Sechs solcher fatalen Kesselexplosionen gab es in der österreichischen Eisenbahngeschichte. Also man kann sich gar nicht vorstellen, welche Energie da freigesetzt wird. Ist ungefähr vergleichbar mit einer größeren Bombe, würde man sagen. Deswegen steht in wenigen Stunden erst eine behördliche Abnahme der Lok an. Dafür muss alles sitzen. Das muss ja alles fest sein, gerade bei
den Dampflokomotiven, die einen Stangenantrieb haben, ist es sehr gefährlich, wenn da was locker wird, dann fällt eine Stange runter und das kann zu Entgleisung führen. Unter der Lok ölt Kollege Reinhard Ordnung akribisch alle Schmierstellen. Ein Muss vor jeder Fahrt, denn Funkenflug abgeriebener Metallteile kann schnell zu Bränden führen. Das ist ziemlich eine schmutzige Arbeit. Tropft dann ins Knack rein. Ist echt unangenehm, gehört aber gemacht. Dringend, denn die ersten Karten für die historische Fahrt sind bereits verkauft. Selbstverständlich gibt es einen Zeitdruck, weil ja die Fahrt schon bald stattfindet. Und bis dahin müssen wir fertig werden. Für mich war das schon eine herbe Enttäuschung, wenn dann der Prüfungsbeamte sagt, nein, irgendwas passt nicht und wir schaffen es nicht mehr oder er lässt uns es nicht zu, dass wir fahren können. Weil wir ja doch sehr, sehr viele Wochenenden vor allem Arbeit investiert haben, dass wir eben hoffentlich dann die Prüfung bestehen. Doch wie so oft bei alten Maschinen, der Teufel steckt auch hier im Detail. Das Ventil macht Probleme. 15,5 haben wir. Ja, geschafft. Bei genau 16 Bar muss sich das Ventil öffnen und den gefährlichen Überdruck ablassen. 15,7 haben wir. Sie müssten jetzt jeden Augenblick aufmachen. Das Gefährliche ist, dass das Ventil öffnen könnte, während ich mit meinem Kopf drüber bin. Und dann kriege ich die volle Ladung Dampf ins Gesicht. Und der Dampf hat beim Austreten 200 Grad. Das heißt, das Gesicht wäre sofort verbrannt. Doch auf seinen jungen Kollegen an der Druckanzeige kann sich Kiesling blind verlassen. Ich bin eigentlich da im Eisenbahnmuseum aufgewachsen. Mein Vater auch schon dabei war. Ich mache das eigentlich, seitdem ich denken kann. Ja, das erste Mal, wie er da war, war glaube ich 4 Jahre alt. Und der ist auf der Maschine oben gesessen, hat geschlafen. Ja, er ist unser Heizhauskind. Das war halt mein Spielplatz. Und da war ich der Vorrat gehabt und bin halt da auf und ab gefahren. Und das, im Keller liegt es ihm noch. Das Ventil ist defekt. Reinhard Ordnung muss Ersatz organisieren. Ja, mein Vorrat ist auch noch da. Jeder Mensch lebt seinen Vogel anders aus. Ich bin halt da und freue mich halt, dass ich da arbeiten darf, dass ich das Kulturgut des Österreichischen am Leben erhalten darf. Und dafür sucht der Eisenbahnliebhaber jetzt das entscheidende Originalersatzteil aus dem frühen 20. Jahrhundert. Denn dass die alte Dampflok wieder auf die Schienen darf, ist für ihn ein Herzenswunsch. Das ist so quasi meine schwere Freundin. Meine große eiserne Freundin, ja. Kann man so sagen. Ist ziemlich viel Liebe und Arbeit drin. Habe ich fast genauso gern wie meine richtige Freundin. Aber nur fast. Ich habe einmal zu einem Generaldirektor von der ÖBB gesagt, man muss nicht unbedingt beklopft sein, um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Arbeit ungemein. Gleich. Ein übergenauer Prüfer macht den Männern im Heizhaus das Leben schwer. Jetzt hat das funktioniert. Nichts geht mehr am Gornergrad. Die Mission steht auf dem Spiel. Eventuell hat es da ziemlich viel Lawinen drin. Kurz vor dem Ziel, Zweifel am Schafsberg. Weil da geht es dann wirklich oben und dann, da kann man sich nicht mehr holen. Da ist dann schon gefährlich. Das Ventil an der alten Dampflok ist nicht mehr zu retten. Es muss dringend ausgetauscht werden. In der Werkstatt lässt Kiesling das alte Originalersatzteil millimetergenau anpassen. Sollte dieses Ventil ebenfalls streiken, steht die gesamte Fahrt über den Semmering auf dem Spiel. Das Problem mit dem Ablassstutzen. Der Wasserdampf lässt den Stahl korrodieren. Kiesling wagt einen neuen Versuch. Ja, zuerst waren sie überhaupt ganz undicht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt muss Kiesling es schaffen, das Ventil auf genau 16 Bar Druckablass zu justieren. Ich bin noch nicht zufrieden. Die Zeit drängt. In nur 3 Stunden müssen die beiden beweisen, dass die Lok gefahrlos auf die Schienen darf. Zurück an der drittlängsten Gletscherzunge der Alpen, dem Gornergrat. Zahn um Zahn krallt sich die Bahn in die Gleise. Seit über 50 Jahren wird die Strecke auf diese besondere Weise geräumt. Gleich zu Beginn eine besonders gefährliche Etappe. Gerade bei den heutigen Bedingungen. Man sieht nichts. Man sieht nichts. Es staubt viel zu sehr, weil es so weicher Schnee ist, Frischschnee ist. Und dann sehen wir fast nichts. Und
Findelbach, erzähl mal Findelbach, müssen wir immer aufpassen wegen der Leute. Die erste Etappe führt entlang der Ortsgrenze Zermatz bis zur Zwischenstation Findelbach. Würden die Männer eine Hürde auf der Bahn rechtzeitig erkennen? Der Lokführer Helmut Biener führt die Bahn mit nur 10 Stundenkilometern. Trotzdem, wenn etwas passiert, bemerkt er es erst, wenn es schon zu spät ist. Es gibt mal vielleicht das Wild oder so, eine Rehe oder so. Das hat schon gegeben, dass das da reingekommen. Die sind in der Spur drin, dass dann die großen Einschnitte sind, dass sie seitwärts nicht weg können, oder? Das ist ein Problem. Man sieht die nicht, oder? Ich fahre ja eigentlich blind, oder? Man muss sich einfach voll auf sie verlassen können, oder? Neben dem Signal rechts ist der Wind. Wir fahren mal langsam hin. Nur über Funk kann Biener den Kontakt mit seinen Kollegen vorne halten. Die Navigation funktioniert nur im eingespielten Team. Seit über 15 Jahren arbeiten die Männer miteinander. Unzählige Male schon haben sie sich gemeinsam durch Schneegestöber gekämpft. Heute im Blindflug, zumindest schon bis zur Ortsgrenze. Wir haben jetzt gar nichts gesehen. Dann musst du zwischen den Stücken anhalten und schauen, wo bin ich überhaupt. Wir müssen einfach zusammen schauen, dass wir heil hochkommen. Bereits nach dieser Etappe sind die Männer im Zeitverzug. 20 Minuten zu spät kommen sie bei der ersten Zwischenstation an. Dafür aber sicher und ohne Komplikationen. Die extreme Witterung belastet Material und Mensch. Ausfallen darf jetzt vom Schleudertrupp keiner. Es gibt nur uns fünf. Einfach auf dem Schneeräumung, auf dem Schleuder und Schneeräumung sind wir fünf. Die erste Etappe ist geschafft. Jetzt wissen wir nicht, wie es hier oben ausschaut. Eventuell hat es da ziemlich viel Lawinen drin. Und dann kommen wir gar nicht durch. Es hat viel Schnee und wahrscheinlich müssen wir jetzt bis oben immer jede Weiche, die Hauptweichen immer putzen, dass der Betrieb geht. Weil sonst geht's heute nicht. Weil sonst, wenn wir das nicht sauber putzen, kommt der Zug von oben oder von unten und dann schiebt er mit dem Flug den Schnee wieder in die Weiche hinein. Und dann geht die wieder auf Störung. Der Schnee kondensiert am kalten Stahl der Weichen und gefriert sofort zu dicken Eisschichten. Die Weichen frieren ein. Dann hilft nur noch Handarbeit seit über 100 Jahren. 1928 wurde die Gorlagradbahn erstmals den Winter hindurch betrieben. Ein Zug, der Touristen ganzjährig auf 3089 Meter bringt, war für damalige Verhältnisse eine technische Pionierleistung. Mit Hilfe der Zahnräder konnte eine Steigung von bis zu 20% bezwungen werden. Oben bot die Gipfelstation einen einzigartigen Panoramablick auf viele Viertausender der Alpen. Ein Privileg, das die Gornagradbahn noch heute zu einer der wichtigsten Attraktionen der Schweiz macht. Mit ihr ist Zermatt reich und berühmt geworden. Aber nicht nur der Aussicht wegen. Ihr direkter Anschluss an den Gorner Gletscher und das Monte Rosa Skigebiet hat die Bahn zur Nummer 1 für Skitouristen in der ganzen Schweiz gemacht. Bis zu 2500 Gäste können pro Stunde nach oben gebracht werden. An guten Tagen verkehrt die Bahn bis zu 70 Mal in beiden Richtungen. Kündigt sich jedoch starker Wind und Neuschnee an, ist die Strecke den Naturgewalten ausgesetzt. Dann muss in der Nacht ein Schleudertrupp ausrücken. Die Männer allein stellen die Weichen für einen sicheren Betrieb der Bahn. Das meiste war 19 Tage, jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden ist. Und dann so nach 19 Tagen sagt man so, jetzt ist dann langsam gut. Eine Stunde haben sie heute von der Talstation bis zur ersten Zwischenstation gebraucht. Nur mehr 2 Stunden bleiben, um bis zum Gipfel zu kommen. Was ein bisschen nachdenklich macht, ist die Lawinengefahr von Riefelberg nach Gornergrad. Da haben wir jetzt zum Teil Hänge, die auch abrutschen können. Die sind nicht riesengroß, aber sind groß genug, um die Strecke zu verschütten. Und sobald
ich eine oder wir eine Lawine im Gleis haben, benötigen wir viel mehr Zeit. Zeitraum in der Handarbeit, auch an der nächsten Station. Wir haben schon Verspätung. Aber heute wird es mehr Verspätung geben. Wenn wir heute so hoch kommen. Keine Spur von Verspätung in Straßhof. Pünktlich zum Abnahmetermin trifft der Prüfer im Heizhaus ein. Andreas Kiesling und Reinhard Ordnung müssen ihre Werkzeuge jetzt weglegen. Für den finalen Check am kaputten Ventil blieb Kiesling keine Zeit. Vielleicht kann passieren, dass das da nicht 100.000-prozentig genau eben auf die 16 Bar ist. Dass das vielleicht ein Zehntel oder zwei Zehntel daneben ist, was wurscht ist. Aber wenn er halt übergenau ist, dann würde es halt genau am Strich haben. Ne? Ich bin sachlich korrekt und streng. Sehr wohl, weil was Unzulänglichkeiten kann man mit dieser Aktion sich nicht erlauben. Sollte die Lok nicht in Ordnung sein, dann wäre die Möglichkeit am 6., dass sie nicht fährt. Als erstes nimmt der Prüfer den Wasserkessel genau unter die Lupe. Na ja, gut, jetzt nächste Mal die Rauchhammer-Einspritzung auf dran. Hoffen, das funktioniert. Das Wasser läuft, der Prüfer ist zufrieden. Passt, ja. Herr Fett, die Taschenlampen ganz kurz haben, bitte. Danke. Doch der Mann vom Amt will es genau wissen. Er sucht im Kessel nach Rost und undichten Stellen. Wenn das nur ein kleines Loch ist, dann nehmen wir es runter, flicken das und montieren es wieder auf. Und natürlich, wenn er jetzt draufkommt, zum Beispiel der Bloßkopf wäre kaputt, durchgerostet oder was auch immer oder so weiter, dann wäre das sicherlich eine längere Reparatur, die wir heute nicht mehr bewerkstelligen könnten. Zentimeter um Zentimeter tastet Umgeher den Innenraum ab. Sehr genau. Aber wir sind auch genau. Alles in Ordnung? Passt. Sehr gut. Danke. Beim Klopftest muss jede einzelne Schraube einwandfrei sitzen. Ich schaue, ob die Muttern fest sind. Das hört man am kaltesten Singen. Da sind sie fest. Wenn sie blechern, scheppern, wie Autotier, bei einem billigen Auto, dann sind sie locker. Und dann könnte die 146 Tonnen schwere Lok bei voller Fahrt entgleisen. Das ist jetzt alles in Ordnung. Schauen wir mal. Wie wird das? Danke. Jetzt ist das Sorgenkind an der Reihe, das Überdruckventil. Schau mal, ob die Ventil bei 16 Bar aufmachen. Mhm. Reinhard Ordnung heizt der Lok ordentlich ein. Jetzt wird sich zeigen, ob die wochenlange schweißtreibende Arbeit umsonst war. Öffnet das Ventil zu früh, bringt die Lok die Leistung nicht, die sie für die Steigung am Semmering braucht. Öffnet es zu spät, kann der Kessel bei voller Fahrt explodieren. Nervenzerreißende Minuten, bis der Dampf im Kessel den erforderlichen Druck aufbaut. 300 Kilometer westlich am Schafberg. Unermüdlich kämpft sich der Schienenpflug durch den Schnee. 1200 Höhenmeter überwindet die Bahn. Und das auf einer Strecke von nur knapp 6 Kilometern. Vor allem in den höheren Lagen wird es kritisch. Hier kann sich der Schnee bis zu 6 Meter hoch türmen. Dann bleibt nur, den Betrieb einzustellen und eine teure Schneefräse anzumieten. Für die Betreiber ein finanzieller Verlust, den sie normalerweise nur nach einem strengen Winter in Kauf nehmen müssen. Wir fahren jetzt ganz langsam, da ist es auch ganz flach. Aber man spürt, dass es einfach wieder Drehzahl gibt, wieder weggenommen. Also das ist nicht so ohne. So ein Schoche. Und dann schafft es auch der Pflug nicht mehr. Auf halber Strecke müssen die Männer mit den Schaufeln ran. Das ist recht der Gaudi. Wenn es fertig ist, dann schneit es wieder drauf. Und ab und zu ist es schon wirklich gewesen, wie der Gerd schon gesagt hat. Wir haben den Schnee geräumt und dann waren wir fertig und dann hat es wieder zum Schneiden angefangen. Wo ist schon da gewesen? Wir haben mitten in der Saison die Schneefräsen schon mal da gehabt. Im September war ja unmöglich mit dem Flug zum Rammen. Haben wir aufgemisst. Ja, es geht, jetzt können wir wieder weiterfahren auf.
Ja, das Unangenehme ist einfach, man sieht nichts. Man sieht nur Schnee und Weiß. Und das ist einfach, ja, das ist auf die Erfahrung, die was man braucht und die was man hat, dass man einfach ab einer gewissen Schneedecke sagt, ja, jetzt wird es schon gefährlich. Und darum habe ich auch jetzt da in Gerhard und im Franz links und rechts umstehen. An der Seite herum hat es einen ganz schönen Press für die Tourengeher, gell? Ja. Sechs Spur. Die Tourengeher und die Fußgeher, die gehen genau auf der Schiene und da ist der Schnee dann so presst, dass das schon gefährlich wird. Meter um Meter müssen die Männer den Schnee mühsam aus den Gleisen schaufeln. Ach, so eine Mom. Da ist Eis drin. Da rennst du in den Schwitz her. Das tust du auf bis ganz auf. Und wenn du Pech hast, auf dieser Unterseite alles komplett Eis noch drin. Von den Felsen, wo das Wasser herrennt, das gefriert oft. Auf keinen müssen zwei oder drei auf vier mit den Krampen, die anderen schaufeln oft aus. Das ist eines von den steilsten Stücken, da haben wir 26% Steigung. Die Durchschnittssteigung von der ganzen Strecke haben wir 22%. Also es ist mehr steil als wir Flachstücke sind, ganz, ganz wenig. Besonders der letzte Kilometer vor der Bergstation hat es in sich. Da ist dann, muss man ein bisschen aufbauen, weil da geht es dann wirklich oben und dann, da kann man sich nicht mehr holen. Da ist dann schon gefährlich. Und auf der Strecke lauert eine weitere Bedrohung. Sobald die Temperaturen steigen, verwandelt sich ihr Arbeitsplatz in ein hochriskantes Lawinengebiet. Gescheiter ist, du hast eine orangene Jacke und hast die leichte finden, wenn es da hingeht. Auf der Gorner Gratstrecke steigt das Lawinenrisiko stündlich. Ist die Gefahr zu groß, können keine Fahrgäste transportiert werden. Die Entscheidung darüber trifft das Schleuderkommando allein. Als letzte Maßnahme können sie sprengen mit Dynamit. Hier in der Dienststation Riffelboden lagern bis zu 500 Kilo Sprengstoff. In solch extremen Nächten wie dieser nehmen die Männer Dynamit mit. Im Notfall ist es dann sofort einsatzbereit. In der Talstation Zermatt wartet man auf Nachricht von oben. Wenn es morgen schon um 7 Uhr, wenn ich das okay kriege, der Betrieb ist offen. Das ist für mich sehr wichtig. Die ersten Gäste warten schon und der Schleudertrupp ist noch nicht im Skigebiet. Wir müssen ja hier auch den Leuten auch Auskunft geben, den Gästen. Die möchten ja auch wissen, wann geht's los oder die stehen da draußen und die möchten halt hoch. Gleich am Schafberg gerät der Rollentrupp in Gefahr. Wenn ich jetzt ein Gleis, dann muss ich das meine Verantwortung. Am Gorner Grat startet die erste Bahn im Tal. Doch oben am Berg gibt's Probleme. Gut, langsam bitte! Am Gorner Grat kämpft sich der Schleudertrupp Meter für Meter durch gigantische Schneemassen. Soeben haben die Männer die Station Riffelboden passiert. Schaffen sie es wenigstens bis ins Skigebiet Riffelberg, wäre ein großer Zwischensieg erreicht. Im Tal warten die Gäste. Doch noch ist nicht klar, ob die Strecke heute zur Gänze geöffnet werden kann. Dann haben wir weniger Frequenzen. Das macht dann halt schon ein paar tausend Leute aus dem Tag. Ja, auf Riffelberg denke ich schon. Das wird schon gehen. Weiter wird es ganz sicher länger gehen, bis wir auf dem Grat sind. Ja. Gut. Ja, das ist gut. Merci. Na, jetzt müssen wir halt schauen, wegen den Zügen schon. Wird schon nachgefragt. Bis Riffelberg versuchen wir, die Strecke aufzumachen. Und wenn es weitergeht, geht es weiter und sonst. Aber das sehen wir dann. Ich würde es gerne auch sicher mal auch sehen, weil ich war auch noch nie mit. Morgens früh jetzt so, wenn die da starten oder die ganzen Schneeverwehungen, die es da gibt, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Würde mich auch mal interessieren. Aber sicher nicht jeden Tag. 7 Uhr. Der Schleudertrupp passiert die Station Riffelberg. Hier befinden sich die ersten Skilifte und Hotelbetriebe. Der erste Zug aus dem Tal soll die Angestellten zu ihrem Arbeitsplatz bringen. Die Männer können ihr Versprechen halten. Bis hierhin ist die Strecke jetzt freigeräumt. Mit jedem Höhenmeter aber wird es riskanter und die Herausforderung größer. Aber wir gehen jetzt raus. Edgar kommt oben von der Piste her. Das ist eine große Schneeverwehung, eine Gweichta, sagen wir dann. Und da gehen wir jetzt mit einer Schnur, schneiden wir die, dass die runter aufs Gleis fällt. Dann können wir die nachher wegschleudern, dann ist das sicher.
Das ist ja gerade überall, wir sind gespannt. Jetzt ist noch Schuppenplatz. Ziehen wir mal. Der Geheimtipp stammt von einem alten Schweizer Kollegen aus früherer Zeit. Das war ganz früher. Der hat das immer mit einer Schnur gemacht. Dann haben wir das ausprobiert und das war eine super Idee. Doch die Idee hat ihre Tücken. Vor allem bei gefrorenem Schnee. Achtung! Schnee von an! Ist wieder der Gang. Wieder oben an! Jetzt geht's hier. Auch im Heizhaus liegen die Nerven blank. Jeden Moment muss das Ventil der Dampflok öffnen. Reinhard Ordnung wird ungeduldig und spritzt noch mehr Wasser ein. Geht schön, Dampf. So. Genau 16 Bar sind jetzt erreicht. Gut, okay, passt. Da kann man das küssen. Dann sind wir fertig. In Ordnung. Ich glaube, es ist an sich jetzt erleichtert, dass die Maschine jetzt übergeben wird und betriebsfähig ist. 6 Wochen Arbeit haben sich gelohnt. Die Dampflok 52-100 kann ihre historische Fahrt über den Semmering antreten. Vor dem Bau im Jahre 1848 gab es zahlreiche Kritiker, die das Vorhaben als undurchführbar bezeichneten. Doch Karl Ritter von Geger blieb hartnäckig. Es ist die erste normalspurige Gebirgsbahnstrecke in Europa. 6 Jahre lang hackten 20.000 Arbeiter Tunnel durch Berge und bauten Viadukte über Täler. Zur damaligen Zeit eine technische und organisatorische Höchstleistung. 1854 wurde das letzte Gleis der Strecke verlegt. Jetzt zählt die Semmeringbahn zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gerade deshalb ist die jährliche Fahrt für viele ein besonderes Highlight. In jedem Moment muss Reinhard Ordnung mit der alten Dampflok im Bahnhof Meidling ankommen. Andreas Kiesling fachsimpelt unterdessen mit aufgeregten Eisenbahnfans am Bahnsteig. Bis heute, wo er Feiertag ist, um 6:45 aufgestanden. Ich war schon um 8 Uhr da. Jetzt bin ich halt wirklich ein bisschen zutragen, aber das macht nichts. Das erwarten wir. Wir sind nicht jeden Tag. Es ist natürlich Labsal auf unsere Wunden, die wir beim Herrichten von den Dampfloks manchmal erleiden. Ne? Und dann ist es endlich soweit. Die historische Lok lässt den Bahnhof vibrieren. Hier ist noch Leben. Ja, schon. Das sieht man, das hört man, die Stöße. Das riecht man auch. Das ist einfach. Das, und aufpassen, wenn Sie beim Fenster rausschauen, dass nicht schwarz werden. Ja, ja. Super, Spitzenklasse. So was muss man gesehen haben hier. Ah. Das riecht nach Kohle optimal. Da lacht das Eisenbahnerherz. Und sicher auch das von Reinhard Ordnung und Andreas Kiesel. Für sie geht die Arbeit jetzt richtig los. Aber die dient dem reinsten Vergnügen. Jetzt können die beiden Eisenbahnliebhaber ihr gesamtes Wissen über Kesseldruck und Dampfaufbau voll ausspielen. Unter lautem Getöse geht es für die alte Dame mit ihren 146 Tonnen über den Semmering. Zu verdanken hat sie die jährlichen Ausflüge den vielen ehrenamtlichen Helfern, die dafür sorgen, dass die Lok und die österreichische Eisenbahngeschichte am Leben bleiben. Freie Fahrt ist am Gorner Grat noch nicht in Sicht. 7.30 Uhr. Im Tal warten die ersten Skifahrer und oben am Gipfel sitzen Gäste und Mitarbeiter im Hotel fest. Inzwischen hat das Team die gerissene Schnur repariert. Mit ihr wollen die Männer ein gefährliches Schneebrett zum Abgehen bringen. Gut, langsam bitte! Zu früh gefreut. Nur das halbe Brett hat sich gelöst. Zieher, zieher, zieher. Gut. Wieder hält die Schnur dem Frost nicht stand. Eine Geduldsprobe. Gut. Die Schleuder kann ihre Arbeit wieder aufnehmen. Beim Team wirken Erlebnisse wie diese noch lange nach.
in diesen eher strengen Tagen, da hast du nicht Zeit, über das miteinander zu reden. Aber wenn es dann mal vorbei ist und es ist so eine gewisse Pause dazwischen, dann spürst du dann schon, hey, wir haben das zusammen erlebt, wir haben es geschafft. Das ist schon ein Gefühl, das mit den Jahren trägt. Ja, ja. Mit den Jahren hat sich auch einiges am Winterdienst der Bahn geändert. Bei großen Schneefällen oder Lawinenabgängen wurden hunderte Mitarbeiter auf den Grat zum Schneeräumen geschickt. Und genau wie heute wurde das möglichst unbemerkt erledigt, sodass der Fahrgast nichts davon mitbekommt. Der durchgehende Winterbetrieb der Bahn legte den Grundpfeiler für den Skitourismus in Zermatt und damit für ein Millionengeschäft. Die Räumungs- und Absicherungsarbeiten am Grat machten den Berg zu einer Baustelle aus Fels und Eis. Was damals Hunderte beschäftigte, erledigt heute das fünfköpfige Schleuderteam. Nur die Gewalt der Natur ist dieselbe geblieben. Es ist 8 Uhr und es dämmert. Die Mannschaft weiß, dass jetzt im Tal die ersten Skifahrer auf die Piste hoch wollen. Die Einlasskreuze drehen sich pausenlos und befördern hunderte Touristen zu den Zügen. Jetzt zählt jeder Meter, den sie oben vorankommen. Die Schleuder fräst sich mühsam Richtung Roten Boden, der vorletzten Station auf den 2819 Metern. Es wird zu einem Wettlauf. Der Bahnhof ist schon in Sichtweite. Da fährt im Tal der erste Zug los. Die Schleudermaschine läuft mit voller Kraft. Da hört man, wie die Motoren arbeiten. Jetzt hat man es gehört, jetzt hat es ihn verstopft. Warte, ich kann mal hören, sonst kannst du gar nicht mal auf die Bäume. Du kannst zuerst auf die Allwärts tun. Ich habe gemacht. Oh, dann probiere ich auch. Dann mag ich probieren. Ja! Nein, jetzt haben wir vorne die zwei Rohre verstopft. Jetzt heißt es schaufeln. Nur eine Station vor dem Gipfel und die Schleuder streikt. Schnee hat sich in ihren gigantischen Turbinen festgesetzt. Mit 370 Umdrehungen pro Minute drehen sich die massiven Eisenspiralen und jagen den Schnee nach oben raus. Doch diesen gigantischen Schneemassen sind selbst die 360 PS starken Turbinen nicht gewachsen. Also solche Tage wie heute, wenn du die andauernd hast, das braucht dann irgendwo was, wo du dich wieder aufbauen kannst. Das stimmt schon. Aber das ist etwas, das kommt und geht. Wir haben ja hier auch schöne Tage. Wir werden diese Strecke immer frei machen, damit wir dann bei schönem Wetter auch hier oben sein können. Und das ist dann der Ausgleich. Damit es nicht auch noch zu technischen Problemen kommt, müssen Sumamata und Perren die Stromabnehmer auf dem Dach vom Schnee befreien. Doch dann ist die Schleuder wieder einsatzbereit. Die letzte Etappe. 50 Tonnen Stahl fräsen sich wieder durch die Schneewand. Bis zu 100 Meter hoch können die Schneefontänen werden, die die Turbinen über den Kamin auswerfen. Für Sumamata und seine Kollegen ist jetzt größte Konzentration angesagt. Das Schlimmste ist Roten Boden gerade, oder die letzten 300 Meter. Das ist der extremste Punkt in Sachen Wind. Bei minus 10 Grad muss Sumamata permanent Ausschau halten und das Lawinenrisiko einschätzen. Ja, es ist heikel. Weil es hat sehr große Schneeverwehungen drin. Und da muss man aufpassen, dass nichts nachrutscht. Bereits am Anfang der Gefahrenzone neigt sich die Schneewächte bedrohlich über die Strecke. Noch bevor die Schleuder selbst den riskanten Teil vor dem Gipfel passiert, muss das Team eine Entscheidung treffen, auch zur eigenen Sicherheit. Edgar Sumamata zieht das letzte Mittel in Erwägung. Wir werden jetzt versuchen, Richtung Kornergrad zu kommen. Und wenn wir jetzt sehen, dass es sehr gefährlich ist, dann werden wir sprengen. Also das müssen wir jetzt noch abschätzen. Es ist bei uns so, wenn einer von der Gruppe sagt, ich bin der Meinung, wir sprengen, wir sollten sprengen, dann ist für uns keine Diskussion, dann wird gesprengt. Sprengen oder die Mission abbrechen. Die Männer wägen die Optionen ab.
Auch am Schafberg spitzt sich die Situation zu. Die Schneesituation ist schlimmer als erwartet. Der Pflug kommt kaum mehr vorwärts. Jetzt steht nicht nur der Weiterbetrieb der Schafbergbahn auf dem Spiel, sondern auch das Wohlergehen der Männer selbst. Martin, siehst du ein Tank, ist ausgeschaut. Ja, Gerhard, dann verändert. Ich bleibe mal stehen und auf da hinten mal zwischen Gleisen mal irgendwas weggeschaut und auf zeigen, wie presst das ist. Ja, also, aber wir müssen zurückfahren auch wieder. Haut uns wieder was ein. Ja, das ist das Gefährliche, wenn die Schnee dann hoch wird, dann haut es den Schnee wieder rein. Und dann presst man wieder was rein. Und dann kann es sein, dass du irgendwo im Gelände stehst und kannst nicht mehr talwärts fahren. Und dann ist dann können wir übernachten im Wald. Nein, aber dann müssen wir nachkommen und müssen dann schaufeln. Und das ist einfach mühsam. Und das ist gefährlich. Ja, ich steige jetzt mal ab und schaue hinten nach, wo wir jetzt gefahren sind und greife mal da bei den Spurgrans rein. Ich habe jetzt gerade geschaut, Spurgrans ist ein paar hart. Was steht bei der Zahnstange, ist ein paar hart. Wirklich? Ja. Schaut euch das einmal an. Ja, greif mal. Opa, nein, da dürfen wir uns nicht spielen. Ist ein paar hart. Ja. Das ist das Gefährliche. Jetzt hat der Spurgrans das zusammendruckt und dann passiert es irgendwann einmal, dass der Spurgrans immer weiter in die Hecke kommt und in einem Bogen hat das Radl dann keine Führung mehr auf der Schiene und dann schiebt die Lok einfach den Wagen gerade aus und dann ist man entgleist. Das riskieren wir nicht. Das steht nicht dafür, wenn du den Trick stehst mit der Maschine. Ja, wir haben das vor einigen Jahren haben wir das erlebt, dass wir kurz vor der Alm entgleist sind. Da haben wir dann vom Mittag bis um 5:30 auf die Nacht gebraucht, bis dass wir die Garnitur wieder eingleist haben. Grashäftel muss eine Entscheidung treffen. Für sich, sein Team und die Zuggäste der Schafbergbahn. Fahren wir zurück. Riskieren wir nichts. Wenn ich jetzt entgleist, dann muss ich, das ist meine Verantwortung. Und wenn es dann um Menschenleben geht, dann möchte ich die Verantwortung nicht haben. Weil das ist dann, da fragt die Richter, fragt sich nicht, warum und wieso. Sondern da gibt es Vorschriften und nach den Vorschriften muss man handeln. Also wenn man mit alle zwei Achsen entgleist, dann wird es gefährlich. Weil du hast dann keine Möglichkeit mehr zum Bremsen. Wenn die dann keinen Eingriff mehr hat im Zahnrad, dann geht es in den Steilen, glaube ich, fährt die Lok dann, bis das irgendwo entweder runterfällt oder irgendwo ansteuert wird. Und das ist gefährlich. Der Räumtrupp vom Schafberg gibt auf. Sicherheit geht vor. 6 Stunden hat der Kampf gedauert. Die Hälfte der Strecke war geschafft, doch den Schnee in den höheren Lagen können Martin Grashäftel und sein Team nicht bezwingen. Vielleicht sorgt in den nächsten Tagen die Sonne dafür, dass die Schafbergbahn dieser Saison doch noch zum Einsatz kommt. Ansonsten müssen die Besucher bis zum Frühjahr warten. Beim Gorner Grat kämpfen die Männer noch. Der Schleudertrupp hat entschieden, es wird gesprengt. Es ist immer spannend, wenn man nicht genau weiß, wie viel Schnee ausgelöst wird. Eine Ladung Dynamit kann 400 bis 500 Quadratmeter Schnee auf die Schienen schütten. Doch rentiert sich der Aufwand? Nur 8 von 10 aller Sprengungen sind erfolgreich und lösen genug Schnee vom Hang, um das Gleis zu sichern. Das Gleis ist zu. Positiv. Der Einsatz ist geglückt, die Lawinengefahr gebannt. Ja, also auf einer Seite bist du natürlich glücklich. Du kannst dann sagen, es war positiv, die Sprengung. Weil wir wissen jetzt, der Hang ist runter. Da kommt nichts mehr. Wenn da ein Zug mit Personen kommt, ist nach menschlichem Ermessen das Möglichste getan. Aber vom Zeitverlust summiert sich halt das. Punkt 9 Uhr, 2 Stunden Verspätung. Aber unter den Umständen dieser Nacht eine zufriedenstellende Bilanz. Schumamata kann den Gipfel durch den Nebel schon erkennen. Wir haben hier von Zermatt aus bis auf den Gorner gerade zum ersten Mal 4 Stunden, 10 nach 9.
Das Observatorium am höchsten Punkt des Gorna-Gletschers gibt Gewissheit. Der Schleudertrupp hat es bis zum Gipfel geschafft. 2 Tage mussten die Menschen im Hotel ausharren. 2 Tage lag der Skibetrieb am Gorna-Grat lahm. Ja, das ist wichtig, dass wir jetzt hier oben angekommen sind. Eine gefährliche Nacht voller Schneegestöber, harter Arbeit und nervenzehrenden Geduldsproben liegt hinter den Männern. Wenn wir dann alles putzen, wenn es schönes Wetter ist, und dann bist du der Erste auf dem Gornergrat und dann erwacht der Tag, dann kommt die Sonne und alles und dann ist das wieder alles vergessen. 8 Monate im Jahr ist der Schleudertrupp im Einsatz. Die Fahrgäste der zweithöchsten Bergbahn Europas ahnen nicht, dass für ihre Fahrt in den Schneespaß 5 Helden jede Nacht an Grenzen gehen. Dankbar sind jetzt die seit 2 Tagen eingeschneiten Gäste und das Hotelpersonal. 2 der Mitarbeiter wollen sofort mit dem Schleudertrupp zurück ins Tal. Jawohl. Endlich nach Hause. Die extreme Witterung der letzten Stunden hat viel Nervenkraft gekostet. Doch der zweithöchste Alpengletscher kennt auch andere Tage. Auf die freut sich Sommermatter besonders. Wenn du dann 1-2 Tage, nachdem wir solches Wetter hatten, am Morgen noch eine Kontrollfahrt machen musst. Und dann kommst du oben auf dem Grat, auf dem Gornergrat an. Steigst aus, bist Mutterseelen allein, die Sonne geht auf. Bitterkalt, aber wunderschön. Dann bist du dem Himmel ein bisschen näher.